so, hat jemand gesagt, er smurft, deshalb möchte ich das aufnehmen. CC-Team. Also, wie sagt jemand? I'm the best easy EU West, I'm Smurf from Challenger. Ich hoffe, es endet nicht so wie bei Maxim. Der Twisted Fate Smurf. Whatever. Was macht ihr denn gerade? Also ich spiele League of Legends. Ich kann ja eigentlich nachgucken, ob er smurft. Wenn er hier 1 Million Normal Wins hat, dann wird er ganz sicher nicht smurfen, weil man so viel Zeit gar nicht in Smurf steckt. lolnexus.com. Da könnte der Jax eher ein Smurf sein. Der hat 730 Normal Wins hier. Also normalerweise haben Smurfs nicht so viel. Es ist irgendwie cool, dass die so viel CC haben, weil ich habe mir einfach Cleans mitgenommen. Und vor allem, wir haben einen Tank. Blitzcrank ist es egal, wie viele Werte du mit Blitzcrank hast. Du platzt einfach immer. Einfach Gnar CC und Caitlyn CC, Riven CC und Aris Charm. Alles mit Cleans wegmachbar. Vor allem der hier, 3 Sekunden oder 2,5, wenn du Gefühl, dass mit der Ult ist, muss man sich nicht geben. Super Fan Kragas. Oh, es regnet. Ist aber eigentlich gut, dass es mal wieder regnet. Also wirklich, der Jax wäre mehr Smurf als der Hasreel. Ich lese mal vor. Hat nämlich nichts zu tun. Also. Gegnerteam Blitzcrank 239 Normal Wins. Ich glaube, die Bronze-Scheiße muss ich nicht zulesen, weil die sagt nichts aus. Nicht da ein gutes Beispiel eigentlich. 400. Lol, die Riven hat 1000 Normal Wins schon mal vorab. Nah hat 412, Caitlyn 350 und Ahri 676. Mein Team. Gragas 414, Sona 255, Ezreal 735 und Jax 21. Ich habe 296, okay, ich habe eigentlich 318 oder sowas, aber es aktualisiert sich halt nicht so oft. Ist auf jeden Fall ein nice MMR-Wert. Also Wert, also so. Ach, keine Ahnung, ich glaube, das hat man jetzt doof verstanden. Tja. Vergessen Gemüse so zu schreiben. Hackfleischbraten. Oh, ich habe mir Muskelkater eingefangen. Richtig geilo. Ich überlege, das Fenster zuzumachen, aber eigentlich fährt um 0:30 oder 1, glaube ich, sogar schon nachts. Ah, hier ist Ari. Fährt nicht mehr so viel an Autos normalerweise. Oho, da fahre ich aber besser als die. Ich warte jetzt an, ich will die Lane nicht pushen. Aber ich muss schon noch die Minions hier killen. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Minion verpasst. Bin ich LCS-reif? Finally. Hat er schon die Q rausgeholt oder was? Ich will hier gar nicht offensiv gerade auf der Lane spielen. Das ist. Nein! Oh, okay.
kriegt. Krass. Alter, der Minion-Block fuckt ab, wenn man farmen möchte, ne? Lol, habe ich schon bekommen dadurch. Lol, die pusht gegen mich. Okay, da habe ich Farben gemisst, leider durch den Push von Ari. Ah, das hätte ich auch nicht alles bekommen können, glaube ich. Nicht ohne hart rumzuspammen. So viel Mana ist mir dann jetzt auch nicht. Diesen 2-3 Minions, die ich jetzt verpasst habe. Ich warte einfach auf meine Power Spikes. Nicht so wie letzte Runde. Letzte Runde habe ich gegen Fizz gespielt und ich wollte den direkt im Early halt richtig zusammenpoken. Hat auch geklappt. Ich hatte ihn durchgehend eigentlich auf Half-Life und weniger. Lol. Ich sage jetzt den Minion so schnell. Dieser Cannon-Minion, entscheid dich, was du fokust. Junge, du machst mir die Farm kaputt. Scheiß Cannon. Report Cannon-Minion. Being fucking asshole and stealing farm. Keine Kombo, die ich noch mal erleben möchte. Weiß gar nicht, kann der von Minions geblockt werden? Der Charm? Lol, als ob der letzte Minion-Schuss den noch fertig gemacht hat. Kragas kommt gleich mal ganken. Die hat nämlich echt wenig Mana. Lol, nice, Ari Flash direkt. Alter, wie gut farm ich denn bitte? LOL! Und ich sag's und ich verkack. LOL, Alter, der Gragas ist aktiv am ganken. Ich habe gerade vergessen, dass ich kein TP habe. Deshalb bin ich so noch so lange geblieben. Ich push noch die Lane weg. Ich glaube nicht, dass sie da alles mitnehmen kann. Next time. Nee, alles kriegt sie nicht. Ich habe doppelt so viel Farm wie sie. Ich bin hier der Smurf. Direkt wieder weiter rennen. Vielleicht noch einen Pink kaufen. Ich habe gesehen, wie sie noch nach oben gerast ist. Gragas ist nicht... Oh! Das... Oh nein, ich habe doch gepinkt! Oh, kleiner Sack. Warum bist du stehen geblieben?
Aber ich habe jetzt Potenzial, diese Lane zu gewinnen, auf jeden Fall. Riven Jungle? Jo, Tatsache. Das Farmen wird ja jetzt für mich nur noch einfacher. Level 7 Blitzen, wie heißt denn eigentlich? Nee, ist er nicht. Jetzt verpisst sie sich die ganze Zeit in die Defensive, was ist denn das? Oh, ich baue einfach mein Farm weiter aus. Fuck. Ja, gut, lass mich halt nicht ausschalten. Ich sehe nix. Ihr konntet noch was sehen, aber ich sehe nichts mehr. Oh fuck. Okay. Doch nicht. Ich dachte, sie haut jetzt ihre ganze Combo raus, aber ich glaube, sie hatte gar keinen Mana mehr für ihre Combo. Hallo, jetzt nicht becken. Jetzt kommt die Cannon Wave, das heißt, ich kann die ganze Wave in den Tower crashen. Es wird ausgepusht. Bin auf Cooldown. Als ob die sich komplett wieder verpisst hat. Oh lol! Ich bin zweimal in Tower oder so gelatscht. Einmal. Zwei? What the fuck? Was macht der Jax denn? Der Smurf. Also ich weiß, dass er ja nicht Smurf, von daher kann es mir egal sein, aber trotzdem. Warum muss man es denn schreiben dann? Ist ja ein bisschen unnötig. Okay, da sollte die ganze Wave weg sein mit einer Ability. Oh, ich hab ihn. Super, der Infernal Drake geht schon mal an die Gegner. Was war das denn für ein Ultimate? Wow. Wow! Ezreal, du bist komplett brain-off, habe ich so manchmal das Gefühl.
Ey, die. Jetzt schon hier Varia. Fick. Ey, ich habe so geil gefarmt bis eben, ne? Und dann wird einfach das komplette Game wieder von Mates verkackt. 0-3! Der Gragas kommt wenigstens ganken und stirbt dabei. Als er den Gnar ganken möchte. Ja, cool, mein ganzer Tower ist weg. Alter, ich wäre so salt gewesen, wenn der mich getroffen hätte. Und die bei mir ist auch noch gerade. Nee. Botlane hat noch härter verschissen. Die Ahri ist so gefeedet. Ich kann gegen die jetzt nicht mehr kämpfen. Der Gragas wird doch auch jetzt gerippt. Will ich nicht kämpfen. Jedes rankt. Jedes. Ich finde, man kann echt mal wieder nicht mich flamen hier. Danke, Jax. Du hast es mal geschafft. Jax! Das war erbärmlich. Aber halt volle Kanne. Du shutdownst jemanden, den du selbst gefeedet hast, zeigt jetzt dann dein Steuerung 5 Zeichen und dodge dann nicht dem simpelsten Skillshot. Oh. Warum sehen meine Ranks immer so aus? Ich hasse es. Ich werde halt echt richtig salz. Dieser nah 4-1 nah 4-0 Ahri. Ich meine, ich kann sie nicht gefeedet haben. Er hat gleich Wut. Hallo. Er checkt es nicht, dass er gleich wütend wird. Alter, ihr seid echt brain up. Klar. Alter, das hätte ich auch umbringen können. Lol. Ja, genau das meinte ich. Das hätte dich auch umbringen können. Oh lol, kick doch nicht den Lowlife-Spaß von uns weg. Ich habe gleich keinen Mana mehr. Okay, ich flash dann mal. Super.
executed. Fällt gerade auf, dass wir Minute 19 haben. Ich sag dazu mal nix. Aber ist auf jeden Fall meine Schuld. Wissen wir alle. Jedes einzelne Spiel, was ich spiele, endet so. Es hat, wisst ihr noch Minute 10? Es hat so, es war so schön. Ich hatte schon fast 100 Farmen. Ich hatte, glaube ich, 80 fast. Keiner hat mich gestört. Ich habe die ganze Zeit nur gegen Ari gefightet, war ahead, weil sie halt die Hälfte vom Farm hatte. Und jetzt bin ich seit 8 Minuten eigentlich bei 100 Farm stehen geblieben. Ich habe in den letzten 8 Minuten 20 Farm oder so bekommen. Warum? Mein Team feedet die Ahri, ich kann nicht mehr auf meine Lane. Die Kate den roamt, weil ihre Lane gewonnen ist. Ich kann nicht mehr auf meine Lane. Oder nicht mehr farmen. Habe ich gerade auf Smartcast mit irgendwas gestellt? Nö, keine Ahnung, was das war. Ahri ist inzwischen Legendary. Die ist nämlich, die hat glaube ich nur einen Tod mal von irgendjemandem bekommen. Ey, wir. Ich werde das hochladen. Als so sieht jedes fucking Ranked von mir aus. Wir gucken uns jetzt nochmal zusammen den Damage-Graphen an. Also ich habe ein B+, 100 IP und... Ach, woher kommt das denn? Weiß ich gar nicht. Astral war noch so halbwegs okay dabei. Ich habe 2 und er hat 2 und einen hat er mir davon gestealt. Sieht man auch am Damage-Graphen dann. Die hatte schon 1100er Crit, was gar nicht, wie es passieren konnte. Macht für mich absolut keinen Sinn. Weiß auch gar nicht, warum ich am meisten Farm im Gehen hatte. Alter, das hat mich echt ab. Ich werde richtig salzig dabei. Also, hier seht ihr mal, wieso ich immer noch Bronze bin, eigentlich. Weil genau das ist der Grund dafür. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, ne?